Die junge Sportlerin verließ das Training mit der Absicht, den kurzen Weg nach Hause zu nehmen. Die Entfernung war gering, nur ein paar Häuserblocks. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Die Schwelle ihres Elternhauses sollte sie nie wieder übertreten. Dies war der Beginn einer Reihe von Ereignissen, die bald die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich ziehen sollten. Sobald klar wurde, dass die junge Frau verschwunden war, leiteten die Ordnungshüter umgehend eine Suchaktion ein. Niemand konnte damals ahnen, dass dieser Fall zu einem der aufsehenerregendsten in der Geschichte des modernen Italiens werden würde. Mit jedem Tag gewannen die Ermittlungen an Fahrt und zogen immer mehr Menschen und Ressourcen in ihren Bann. Die Öffentlichkeit verfolgte mit angehaltenem Atem die Nachrichten und hoffte auf eine baldige Lösung der Situation. Doch die Realität erwies sich als weitaus unberechenbarer und erschütternder, als irgendjemand es sich hätte vorstellen können. Am 21. Mai 1997 wurde Yara Gambirasio in der malerischen italienischen Kleinstadt Brembate di Sopra, unweit von Mailand, geboren. Dieser gemütliche Ort mit etwas mehr als 7000 Einwohnern war für sein beschauliches Leben, seine historische Architektur und seine Naturschönheiten bekannt. Yaras Familie war hier seit vielen Generationen ansässig. Die junge Frau wuchs umgeben von liebevollen Eltern, einer älteren Schwester und zwei jüngeren Brüdern auf. Yara liebte ihre Heimatstadt von ganzem Herzen. Sie besuchte die örtliche Schule, wo sie viele Freunde hatte, und widmete sich leidenschaftlich dem Turnen. Nur wenige Schritte von Yaras Haus entfernt befand sich ein großer Sportkomplex, den sie fast jede Woche besuchte. Am 26. November 2010, als Yara 13 Jahre alt war, plante sie, kurz in die Sporthalle zu gehen, um ihrem Trainer ein Tonbandgerät zurückzugeben. Gegen 17.15 Uhr verabschiedete sich die junge Frau von ihrer Familie und versprach, in etwa einer Stunde zurück zu sein. Die Eltern ließen ihre Tochter ohne Bedenken allein gehen, trotz ihres jungen Alters. Ihr Städtchen galt als sehr sicher und die Halle war in wenigen Minuten zu erreichen. An jenem Abend jedoch begannen die Eltern sich zu sorgen, als ihre Tochter nicht zur versprochenen Zeit zurückkehrte. Als die Uhr 19 Uhr zeigte und Yara immer noch nicht zu Hause war, verstärkte sich die Unruhe. Um 19.11 Uhr versuchte die Mutter, die junge Frau anzurufen, aber das Telefon war nicht erreichbar. Die besorgten Eltern wandten sich umgehend an die Polizei. Die Anzeige wurde an die Dienststelle einer größeren Stadt weitergeleitet, die 11 Kilometer entfernt lag. Mit dem Fall Yara wurde die erfahrene Ermittlerin Letizia Ruggeri beauftragt. Sie entsandte unverzüglich Polizeibeamte nach Brembate di Sopra, um die Suche zu organisieren, und forderte Unterstützung von der Militärpolizei an. Nach einem Gespräch mit den Eltern der jungen Frau begaben sich die Ermittler zur Sporthalle, um den Ablauf der Ereignisse zu rekonstruieren. Yaras Trainer bestätigte, dass die junge Frau gegen 17.30 Uhr eingetroffen war. Auch ihre Freundinnen berichteten, Yara gesehen zu haben. Sie unterhielten sich, die junge Frau trainierte ein wenig, verabschiedete sich dann von allen und machte sich auf den Heimweg. Die Polizei fand auch heraus, dass Yara um 18.44 Uhr einer Freundin eine Nachricht geschickt hatte. Dies war der letzte bekannte Kontakt mit der jungen Frau. Die Ermittler vermuteten daher, dass Yara irgendwo auf dem Weg zwischen dem Sportkomplex und ihrem Zuhause verschwunden war. Die Suchgruppen teilten sich auf. Einige durchkämmten die Straßen, andere suchten nach Zeugen und sammelten mögliche Beweise, einschließlich Aufzeichnungen von Überwachungskameras. Trotz aller Bemühungen konnte die junge Frau nicht gefunden werden und die Besorgnis wuchs mit jeder Stunde. Der Abend jenes Tages war beunruhigend. Letizia, die leitende Ermittlerin, forderte sofort die Standortdaten von Yaras verschwundenem Telefon an. Die Ergebnisse waren verwirrend. Um 18.49 Uhr hatte sich das Gerät mit einem Sendemast in Mopello verbunden, einer kleinen Nachbarstadt. Dies geschah nur 5 Minuten, nachdem Yara ihre letzte Nachricht an eine Freundin geschickt hatte. Angesichts der Entfernung wurde klar, Yara konnte nicht zu Fuß dorthin gelangt sein. Das bedeutete, jemand musste sie mitgenommen haben.
Inzwischen durchkämmten örtliche und Militärpolizei die Straßen, Felder und Ufer des Stadtflusses. Feuerwehrleute und Freiwillige schlossen sich der Suche an, aber Yara blieb unauffindbar. Die Ermittlerin zog Hundeführer mit Spürhunden hinzu. Die Eltern brachten Yaras Sachen und die Polizisten folgten der Spur. Doch anstatt vom Sportzentrum zu Yaras Haus zu führen, zogen sie in Richtung des besagten Mopello und bestätigten damit die Telefondaten. Später stellte sich heraus, dass mehrere Personen eine Yara ähnelnde junge Frau in der Nähe des Sportzentrums gesehen hatten. Ihren Aussagen zufolge sprach sie mit zwei Männern an einem roten Auto. Die Polizei durchsuchte das Sportzentrum gründlich, aber Yara war nicht dort. Die Ermittler entwickelten zwei Haupttheorien. Die vorrangige Theorie war die einer Entführung. Die zweite vermutete, dass Yara das Haus aus eigenem Antrieb verlassen haben könnte. Diese Theorie rief jedoch Zweifel hervor. In ihrer letzten Nachricht hatte Yara ein Treffen mit einer Freundin für den nächsten Tag vereinbart. Es erschien unwahrscheinlich, dass sie sich plötzlich zur Flucht entschlossen hatte. Trotz der Zweifel befragte die Polizei alle Verwandten von Yara. Es wurde nichts gefunden, das auf Probleme in der Familie hingewiesen hätte. Yaras Spuren verloren sich und die Ermittlungen gerieten in eine Sackgasse. Ermittlerin Letizia beschloss, den Überwachungskreis zu erweitern. Sie initiierte die Überwachung der Telefonleitungen nicht nur von Familienmitgliedern, sondern auch von Dutzenden Personen, die mit Yara in Verbindung standen. Darüber hinaus unternahm sie einen sehr mutigen Schritt. Sie forderte von den Mobilfunkbetreibern Daten über alle Telefone an, die sich am Abend von Yaras Verschwinden in Mopello befanden. Unter der Annahme, dass etwas Böses geschehen war, müsste sich das Gerät des Täters mit den örtlichen Funkmasten verbunden haben, obwohl es äußerst schwierig wäre, es unter den vielen anderen zu identifizieren. Die Strafverfolgungsbehörden erhielten Informationen über 15.000 Mobilgeräte, die sich an jenem Abend in der Stadt befanden. Neben dem Versuch, jeden Besitzer zu untersuchen, bildeten die Ermittler eine spezielle Gruppe, um Hunderte von Nummern abzuhören, die aus verschiedenen Gründen verdächtig erschienen. Parallel dazu wurden die aktiven Suchaktionen nach Yara vor Ort fortgesetzt, aber Tag für Tag blieben sie ergebnislos. Letizia begann an der Wirksamkeit dieses Ansatzes zu zweifeln und ihre einzige Hoffnung blieb bei den Telefonnummern, von denen eine dem Verantwortlichen für das Verschwinden gehören könnte. Einige Tage vor Beginn des Abhörens untersuchten die Mitarbeiter tausende Stunden Telefongespräche, aber alle hatten nichts mit dem Vorfall zu tun. Die Situation änderte sich nicht bis Ende November, als einer der Spezialisten plötzlich eine äußerst verdächtige Phrase auffing. Ein Mann äußerte in einem Telefongespräch Worte, die mit dem Fall in Verbindung zu stehen schienen. Die Identität des Sprechers wurde schnell festgestellt. Es handelte sich um einen Einwanderer aus Marokko namens Mohamed Fikri, der als Bauarbeiter in genau der Stadt arbeitete, in der Yaras Telefonsignal verschwunden war. Der Versuch, seinen aktuellen Aufenthaltsort zu bestimmen, stieß auf ein unerwartetes Hindernis. Das Team, das mit dem Abhören beauftragt war, arbeitete aufgrund der enormen Datenmenge mit einem Rückstand von mehreren Tagen an den Aufzeichnungen. Als die Polizei sich für Fikri interessierte, befand er sich bereits auf einem Schiff in Richtung Marokko. Die italienischen Behörden beschlossen, das Schiff abzufangen. Der Mann wurde festgenommen und nach Italien zurückgebracht. Gleichzeitig entdeckten die Ermittler ein weiteres beunruhigendes Beweisstück. Im Kofferraum des Autos, mit dem Fikri arbeitete, fanden sie eine Matratze mit auffälligen roten Flecken. Sie wurde sofort zur Untersuchung geschickt, aber die Ergebnisse waren für die Polizei unerwartet. Es stellte sich heraus, dass die Spuren nichts mit Yara zu tun hatten und wahrscheinlich überhaupt nicht von einem Menschen stammten. Darüber hinaus zeigte sich bei der erneuten Untersuchung der besagten Aufnahme, dass der Mann in seiner Muttersprache etwas völlig anderes gesagt hatte und ein Mitarbeiter der Telefonüberwachungsgruppe einen Teil des Satzes falsch übersetzt hatte. Nach zusätzlichen Überprüfungen waren die Ermittler überzeugt, dass Fikri nicht in Yaras Verschwinden verwickelt war und er musste freigelassen werden. Die Geschichte von Yara fesselte die Aufmerksamkeit ganz Italiens. Führende Medien und Fernsehsender berichteten regelmäßig über den Fortgang der Suche
Millionen von Menschen verfolgten hoffnungsvoll die Nachrichten und glaubten an einen glücklichen Ausgang. Als Informationen über die Festnahme von Fikri an die Presse durchsickerten, waren viele überzeugt. Der Schuldige war gefunden. Die Nachricht von seiner Unschuld löste eine Welle der Verwirrung und Enttäuschung aus. Die Ermittlungen schienen wieder am Anfang zu stehen. Alle Spuren waren verloren. Die Strafverfolgungsbehörden analysierten weiterhin Gesprächsaufzeichnungen und suchten nach Beweisen, jedoch ohne Ergebnis. Die Situation blieb genau 3 Monate unverändert, bis zum 26. Februar 2011. An diesem Tag begab sich ein Bewohner einer kleinen Stadt, die 10 Kilometer von Yaras Haus entfernt lag, auf ein Feld, um ein ferngesteuertes Flugzeug fliegen zu lassen. Aufgrund einer technischen Störung musste er das Modell in einem Bereich mit hohem, dichtem Gras landen. Als er sich näherte, um das Spielzeug zu holen, bemerkte der Mann in der Nähe einen Haufen Lumpen. Zunächst schenkte er dem keine Beachtung, aber als er die unter dem Stoff hervorschauenden Schuhe erkannte, beschloss er, die Polizei zu rufen. Die eingetroffenen Beamten entdeckten unter den Lumpen etwas, das sie schockierte. Der Zustand des Fundes ließ keine visuelle Identifizierung zu. Doch sobald Letizia auf dem Feld ankam, wusste sie sofort. Es war Yara. Sie trug dieselbe Kleidung, in der sie vor 3 Monaten zum Sportkomplex gegangen war. In der Nähe fand man ihren iPod, ihre Hausschlüssel, die SIM-Karte und den herausnehmbaren Akku ihres Telefons. Das Gerät selbst war nicht in der Nähe. Für die Untersuchung wurde der renommierteste Experte Italiens hinzugezogen. Sie kam zu dem Schluss, dass die Ursache des Vorfalls multiple Verletzungen waren, vermutlich durch scharfe Gegenstände verursacht. Es wurden keine Spuren unangemessener Handlungen gefunden, aber das Fehlen eines Teils der Kleidung brachte die Ermittler auf die Idee, dass genau dies das Motiv gewesen sein könnte. Am Tatort fanden sie Faserteilchen, die für einen speziellen Gewebetyp charakteristisch sind. Dies führte zu der Theorie einer möglichen Verbindung des Gesuchten zur Herstellung solcher Materialien. Die Untersuchung der Beweisstücke brachte unerwartete Ergebnisse. An den Handschuhen der Vermissten und dem Akku ihres Telefons wurden Spuren fremder DNS gefunden. Diese Entdeckungen führten jedoch zu neuen Schwierigkeiten. Erstens waren die Proben zu klein für eine vollständige Analyse. Zweitens stimmten sie mit keinem Profil in den Datenbanken überein. Die Ermittlungen gerieten erneut ins Stocken, aber nach 2 Monaten erwartete Letizia eine Überraschung. Die Experten berichteten von einer neuen Entdeckung. An der Kleidung der Vermissten wurde biologisches Material gefunden. Die Analyse ermöglichte es, ein vollständiges DNS-Profil eines unbekannten Mannes zu erstellen. Mit dieser Information teilte Letizia das Team in Gruppen mit verschiedenen Aufgaben ein. Eine Gruppe sammelte DNS-Proben von Yaras Bekannten und Besuchern des Sportclubs. Die andere untersuchte Daten über Handybewegungen zwischen Yaras Stadt und Mapello, um Proben von den Besitzern dieser Geräte zu erhalten. Der Umfang der Arbeit war enorm. Obwohl 3 Labore in ganz Italien an der Analyse arbeiteten, drohte der Prozess, sich über Jahre hinzuziehen. In mehreren Monaten wurden Tausende von Proben gesammelt, aber keine stimmte mit dem gesuchten Profil überein. Bei der Überlegung über die nächsten Schritte kam Letizia zu einer unerwarteten Entscheidung. In der Nähe des Ortes, an dem Yara verschwunden war, befand sich ein Nachtclub mit zweifelhaftem Ruf. Die Ermittlerin wusste, dass Täter oft in vertrauter Umgebung agieren. Dieser Club zog Menschen mit krimineller Vergangenheit an. Daher beschloss Letizia, seine Stammgäste zu überprüfen. Sie organisierte an den Wochenenden einen Polizeieinsatz vor dem Club. Die Beamten baten alle Eintretenden um DNS-Proben. Außerdem arbeitete der Club mit einem Mitgliedskartensystem, was Zugang zu Informationen über jeden Besucher ermöglichte. Dieser unkonventionelle Ansatz könnte der Schlüssel zur Lösung des mysteriösen Verschwindens sein. Letizia war sich bewusst, dass die Chancen auf einen Durchbruch gering waren, entschied sich aber mangels anderer Anhaltspunkte dafür, alle verfügbaren Ressourcen zu nutzen. Die Ermittlerin wartete ungeduldig auf die Ergebnisse und bald darauf kam ein Anruf aus dem Labor.
Das genetische Profil eines der Clubbesucher stimmte teilweise mit der am Tatort gefundenen Probe überein. Diese Person stellte sich als ein gewisser Damian heraus. Es ergab sich jedoch eine unerwartete Komplikation. Der Mann wurde schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen, da er sich zum Zeitpunkt von Yaras Verschwinden im Ausland befand. Dennoch war dies für die Ermittlerin ein wichtiger Schritt nach vorn. Die Experten erklärten, die teilweise Übereinstimmung der DNS deutet darauf hin, dass Damian mit der Person verwandt sein muss, die mit Yaras Verschwinden in Verbindung steht. Letizia und ihr Team vertieften sich in die Untersuchung von Damians Stammbaum und versuchten, die wahrscheinlichsten Kandidaten zu ermitteln. In Anbetracht der Tatsache, dass die genetische Genealogie in der Kriminalistik noch nicht weit verbreitet war, war dieser Ansatz zur Suche nach Verdächtigen innovativ und komplex. Die erste Entdeckung war recht unerwartet. Es stellte sich heraus, dass Damians Mutter 10 Jahre lang als Haushälterin in Yaras Familie gearbeitet hatte, aber diese Stelle aufgegeben hatte, als Yara noch sehr klein war. Als die Frau von der möglichen Beteiligung eines Verwandten an Yaras Verschwinden erfuhr, war sie zutiefst erschüttert. Trotz dieser Entdeckung zogen sich die Ermittlungen über viele Monate hin. Letizia kam zu dem Schluss, dass keiner der nächsten Verwandten der Frau und ihres Sohnes mit Yaras Verschwinden in Verbindung stand. Das bedeutete, dass Hunderte, wenn nicht Tausende von entfernten Verwandten untersucht werden mussten. Als mehrere Monate seit Beginn dieser mühsamen Arbeit vergangen waren und keine wesentlichen Fortschritte zu verzeichnen waren, begannen die Medien, Letizia und ihr Team zu kritisieren und warfen ihnen Unprofessionalität und mangelnde Aufmerksamkeit für den Fall vor. Später schlossen sich mehrere Politiker den Kritikern an und versuchten, die Ermittlerin von den Ermittlungen abzuziehen. Aber ihre Bemühungen waren nicht erfolgreich. Trotz des wachsenden Drucks setzte Letizia ihre Suche nach dem schwer fassbaren Verdächtigen beharrlich fort. Gemeinsam mit ihrem Team vertiefte sie sich in die Untersuchung von Archivaufzeichnungen und verfolgte Stammbäume bis ins Jahr 1716 zurück. Tausende von Namen zogen an den Augen der Ermittler vorbei, doch immer wieder gerieten sie in eine Sackgasse. Erst im September 2011 keimte ein Hoffnungsschimmer auf. Ein Zweig des Stammbaums führte zu einem gewissen Giuseppe, der leider bereits verstorben war. Seine Witwe hatte jedoch einige Briefmarken mit Speichelresten ihres Mannes aufbewahrt, was es den Experten ermöglichte, ein DNS-Profil zu erstellen. Die Analyse ergab, dass Giuseppe mit hoher Wahrscheinlichkeit der Vater oder Großvater der gesuchten Person war, deren Spuren an Yaras Kleidung gefunden wurden. Giuseppe hatte 2 Söhne und die Ermittler beeilten sich, DNS-Proben von ihnen zu nehmen. Doch das Ergebnis war ernüchternd. Trotz einer engen Übereinstimmung war keiner von ihnen derjenige, den sie suchten. Letizia war verwirrt. Der Verdächtige stand offensichtlich in enger Verwandtschaft zu dieser Familie, aber alle bekannten Männer waren bereits überprüft worden. Es blieb nur die Vermutung, dass Giuseppe einen unbekannten Sohn von einer anderen Frau haben könnte. Die Ermittler konzentrierten sich auf diese Theorie, aber es erwies sich als schwierig, ein so heikles Geheimnis zu lüften. Sie befragten Tausende von Menschen, die Giuseppe zu Lebzeiten gekannt hatten, und nach fast einem Jahr erhielten sie einen faszinierenden Hinweis. Es stellte sich heraus, dass Giuseppe seit den 60er Jahren jährlich einen Kurort in einer kleinen Stadt besuchte und dort 2 Wochen jeden Mai verbrachte, immer ohne seine Frau und Familie. Letizia forderte die Archivunterlagen über die Besucher des Kurortes aus jenen Jahren an. Zu ihrer Überraschung waren die Aufzeichnungen erhalten geblieben und die Ermittler vertieften sich in deren Untersuchung. Sie erstellten eine Liste aller Frauen, die sich gleichzeitig mit Giuseppe dort aufgehalten hatten. Dieser Prozess zog sich über ein ganzes Jahr hin, aber Letizia gelang es einfach nicht, eine Spur von Giuseppes möglicher heimlicher Geliebten zu finden. In dieser Zeit bekamen Journalisten Wind von der Richtung der Ermittlungen, und die Geschichte über das vermutete geheime Kind ging durch die Nachrichten. Dies weckte ein beispielloses Interesse bei Hunderttausenden von Italienern, was die Pressevertreter prompt ausnutzten. Sie begannen selbst nach Kindern zu suchen, die aus außerehelichen Beziehungen hervorgegangen waren,
und entdeckten zu ihrem Erstaunen zahlreiche solcher Geschichten. Die Ermittlungen kamen bis 2014 nicht voran, als die Ermittler endlich einen Durchbruch erzielten. Trotz zahlreicher Hinweise aus der Öffentlichkeit über eine mögliche Freundin von Giuseppe gab es keinen Fortschritt. Im Sommer änderte sich jedoch alles. Es gingen Informationen über eine mögliche Verbindung des Mannes zu einer gewissen Esther Erzufi ein. Bei der Überprüfung der Archive stellten die Ermittler überrascht fest, dass sie bereits 2 Jahre zuvor eine DNS-Probe von dieser Frau genommen hatten. Damals hatte das Ergebnis keine Verwandtschaft mit dem am Tatort gefundenen genetischen Material ergeben. Dennoch bestand Letizia auf einer erneuten Analyse. Unerwartet stellte sich heraus, dass bei der ersten Untersuchung ein Fehler unterlaufen war. Der Experte hatte die Proben verwechselt und Esthers DNS mit der falschen verglichen. Die neue Überprüfung brachte ein sensationelles Ergebnis. Esther erwies sich als die Mutter desjenigen, nach dem die Strafverfolgungsbehörden suchten. Nach dieser lang erwarteten Bestätigung fand Letizia heraus, dass Esther Zwillinge hatte, einen Jungen und ein Mädchen. Offiziell galt der Ehemann der Frau als Vater, aber die Ermittler vermuteten, dass Giuseppe der biologische Vater sein könnte. Angesichts der Umstände des Falles konzentrierten sie sich auf Esthers Sohn. Zu diesem Zeitpunkt war er 42 Jahre alt, arbeitete im Baugewerbe und lebte in Marpello, demselben Ort, an dem Yaras Telefonsignal abbrach, mit seiner Frau und 3 Kindern. Letizia entwickelte einen raffinierten Plan, um unauffällig eine DNS-Probe des Mannes zu erhalten, ohne seinen Verdacht zu erregen. Nachdem sie seine tägliche Route in Erfahrung gebracht hatte, organisierte sie einen Kontrollpunkt für Fahrer auf der Straße. Der ahnungslose Mann unterzog sich dem Test und sein Speichel wurde sofort zur Analyse geschickt. Fast 4 Jahre nach dem Vorfall erhielt Letizia den entscheidenden Beweis. Die DNS dieses Mannes stimmte vollständig mit dem biologischen Material überein, das an Yaras Kleidung gefunden wurde. Dieser Mann stellte sich als Massimo Bassetti heraus. Am 16. Juni wurde er festgenommen. Er bestritt jede Beteiligung an dem Vorfall und beharrte auf seiner Unschuld. Infolgedessen wurde der Fall zur weiteren Untersuchung an das Gericht übergeben. Die Ermittlungen nahmen eine unerwartete Wendung, als die Ermittler eine Reihe von Indizien entdeckten, die auf eine mögliche Beteiligung Bassettis an dem Vorfall hindeuteten. Die Analyse seiner Online-Aktivitäten ergab beunruhigende Suchanfragen im Zusammenhang mit einer bestimmten Altersgruppe. Bemerkenswert war, dass sich Bassettis Mobilgerät am Abend von Yaras Verschwinden in ihrer Stadt befand, aber von 17.45 Uhr bis zum nächsten Morgen ausgeschaltet war. Ein Schlüsselfund war die Aufnahme einer Überwachungskamera in der Nähe des Sportzentrums. Darauf war ein Auto zu sehen, das Bassettis Wagen ähnelte, ohne Kennzeichen, kurz vor Yaras Verschwinden vorbeifahrend. Die Untersuchung ergab eine Übereinstimmung der Fasern von der Polsterung seines Autos mit Proben, die am Tatort gefunden wurden. Eine überraschende Aussage kam von einer Anwohnerin. Sie berichtete, dass sie an jenem Abend, als sie ihr Haus verließ, ein mit hoher Geschwindigkeit vorbeifahrendes Auto bemerkte, das Bassettis Wagen ähnelte. Ihren Worten zufolge befand sich ein Kind im Inneren und sie hörte beunruhigende Geräusche aus dem Fahrzeug. Weitere Daten zeigten, dass Bassetti regelmäßig eine Pizzeria in der Straße besuchte, in der Yara wohnte. Dies könnte auf eine vorherige Erkundung des Gebiets und eine mögliche langfristige Planung seiner Handlungen hindeuten. Als die Ermittler Bassetti mit der Kameraaufnahme konfrontierten, behauptete er, er sei lediglich von der Arbeit nach Hause gefahren. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass er an diesem Tag nicht an seinem Arbeitsplatz war. Dies wurde von seinen Kollegen, Überwachungskameraaufnahmen und den Standortdaten seines Telefons bestätigt. All diese Fakten ergaben ein beunruhigendes Bild und veranlassten die Ermittler, Bassettis Rolle in diesem rätselhaften Fall genauer zu untersuchen. Jedes neue Detail brachte sie der Lösung näher, warf aber auch neue Fragen auf, die beantwortet werden mussten. Das Gerichtsverfahren begann Mitte 2015, 12 Monate nach der Inhaftierung des Verdächtigen.
Dieser Prozess zog die Aufmerksamkeit einer enormen Anzahl von Italienern auf sich. Obwohl viele von Bassettis Beteiligung an dem Vorfall überzeugt waren, brachte der Verlauf der Anhörungen eine Reihe unerwarteter Wendungen. Die Staatsanwaltschaft stellte folgende Version vor. Bassetti hatte Yara vermutlich über einen gewissen Zeitraum, möglicherweise mehrere Wochen, beobachtet. Er wählte den Moment, als Yara den Sportkomplex allein verließ, und setzte seinen Plan um. Dann brachte er sie zu dem Feld, wo sie später gefunden wurde. Was das Motiv betrifft, glaubte die Anklage, dass Bassetti unangemessene Handlungen plante, aber aus unbekannten Gründen seinen Plan nicht zu Ende führte. Die Ehefrau des Angeklagten sagte aus und behauptete, dass ihr Mann zum Zeitpunkt von Yaras Verschwinden zu Hause war und mit der Familie zu Abend aß. Diese Worte standen jedoch im Widerspruch zu einer Aufnahme der Überwachungskamera in der Nähe des Sportzentrums. Darüber hinaus fanden die Ermittler drei Zeugen, die Bassettis Auto zu der Zeit gesehen hatten, als er laut seiner Frau zu Hause hätte sein sollen. Die Verteidigung bestand auf der Unschuld ihres Mandanten und präsentierte mehrere alternative Versionen und Argumente. Bassetti selbst erklärte, dass er häufig physiologische Probleme habe, die Spuren an Kleidung, Werkzeugen und anderen Gegenständen hinterlassen könnten. Nach Ansicht seines Anwalts könnte der wahre Täter irgendwie davon gewusst und sein biologisches Material kurz vor dem Vorfall verwendet haben, damit es an Yaras Kleidungsstücken gefunden würde und so Massimo in Verdacht geraten ließ. Dann versuchte die Verteidigung, die Ergebnisse der DNS-Analyse anzufechten und bestand darauf, dass die Experten einen Fehler gemacht hätten. Der Anwalt erklärte, dass es zwei Arten von DNS gibt. Der erste Typ variiert erheblich von Person zu Person und ermöglicht es, selbst nahe Verwandte, wie zum Beispiel Brüder, leicht zu unterscheiden. Der zweite Typ hingegen verändert sich im Maßstab eines Menschenlebens äußerst langsam. Wesentliche Unterschiede in der Abstammung können sich über Jahrhunderte hinweg bilden, was die Identifizierung von Verwandten anhand dieser Probe erschwert. Die Untersuchung der Beweise führte zu unerwarteten Entdeckungen. An Yaras Kleidung wurde genetisches Material gefunden, das laut Verteidigung jemandem aus der Familie Bassetti gehören könnte. Die Sachverständigen der Anklage legten jedoch einen Bericht vor, der diese Version widerlegte und die Verbindung zum Angeklagten selbst bestätigte. Eine unerwartete Wendung nahm der Fall, als die Verteidigung eine neue Beteiligte nannte: die Fitnesstrainerin Silvia. Am Ärmel von Yaras Oberteil wurden Spuren gefunden, die dieser jungen Frau zugeordnet werden konnten. Silvias Vater berichtete über das seltsame Verhalten seiner Tochter in der Nacht von Yaras Verschwinden. Es stellte sich auch heraus, dass Silvia rätselhafte Nachrichten mit ihrem Bruder ausgetauscht hatte, die später gelöscht wurden. Bei der Vernehmung konnte Silvia weder ihr Verhalten noch das Auftauchen ihrer Spuren auf Yaras Kleidung erklären und wiederholte ständig: "Ich weiß es nicht." Trotz dieser Unstimmigkeiten reichten die vorhandenen Beweise aus, um Bassetti zu verurteilen. Im Sommer 2016 befand das Gericht Bassetti für schuldig und verhängte die Höchststrafe, lebenslange Haft. Berufungsversuche blieben erfolglos. Am Tag nach dem Urteil besuchte Bassettis Frau ihn im Gefängnis mit einem schockierenden Geständnis über ihre Untreue und dass keines ihrer drei Kinder von ihm sei. Es stellte sich auch heraus, dass der Vater von Esthers jüngstem Kind weder ihr Ehemann noch Giuseppe war, sondern ein anderer Mann. Obwohl Bassetti weiterhin seine Strafe verbüßt, können viele, die den Fall verfolgt haben, die merkwürdigen Umstände im Zusammenhang mit Silvia nicht vergessen. Einige vermuten sogar die Möglichkeit einer Manipulation der Untersuchungsergebnisse und einer falschen Anschuldigung. Dennoch wurde dieser Fall zu einem der aufsehenerregendsten in der jüngeren Geschichte Italiens. Angesichts der Gründlichkeit der Ermittlungen durch die führenden Experten des Landes bleibt die Wahrscheinlichkeit von Bassettis Unschuld äußerst gering.